Wir sprechen heute mal wieder über eine Creme und zwar die Amil C Whip von Face Theory. Die habe ich jetzt ja schon einige Wochen, fast schon Monate getestet, ist halb leer. Und wie ich die Creme finde, was ich zu der Creme zu sagen habe, erzähle ich dir nach dem Intro. Hallo, ich bin Coco vom Kanal Die Kleine Coco und ich bin ein ganz großer Face Theory Fan. Die bringen gerade unwahrscheinlich viel Zeug auf den Markt und ich werde mich da sicher auch nochmal umgucken. Wir sprechen aber heute über ein Produkt, was schon länger im Sortiment ist, was auch wunderbar als Augencreme agieren kann. Eigentlich kann alles als Augencreme agieren, aber die ist vielleicht für Leute ganz interessant, die eben wie ich eher doch teamfettige Haut sind und die brauchen dann halt nicht so was Reichhaltiges. Wir unterhalten uns auf meinem Discord, den Link findest du unten in der Infobox, übrigens regelmäßig über das Thema Face Theory und warum die Produkte jetzt für mich und für die Shenya beispielsweise nicht wirklich in Frage kommen. In diesen Produkten sind unwahrscheinlich viele Actives immer drin. Und das will ich nicht immer. Aber ich habe auch Zuschauer, die eben auch sagen, hey, ich habe keinen Bock mehr, 10 Sachen aufs Gesicht zu schmieren. Einmal waschen, dann eine Creme drauf und fertig. Und für diejenigen ist die halt wirklich gut. Also die unterstützt halt diesen Minimalismus. Zum einen eben gut für die Augen, weil da brennt sie nicht. Und da empfehle ich euch, das ist ein super gutes Beispiel, da empfehle ich euch wirklich die unparfümierte Variante zu nehmen. Die Duftstoffe braucht ihr eh nicht. Also es gibt eine Variante mit Bergamotte oder so. Und da sind dementsprechend auch sensible Duftstoffe drin. Die braucht ihr nicht, das könnt ihr abwählen. Und dann gibt es die ohne. Ich habe eine Weile lang gebraucht, um wirklich was über die Creme zu sagen. Ich habe die echt lange getestet. Weil anfänglich war es immer so, ich konnte lange nichts sagen über die. Und das ist eigentlich immer ein positives Merkmal, weil wenn eine Creme sich gut einfindet mit deiner Routine, dann ist es eigentlich schon eine recht gute Creme. Ich habe Mischhaut, die in Richtung fettig tendiert. Und in dem Bereich war ich bis dato eigentlich immer recht trocken aufgestellt. Durch meine Skincare, und da spielt die auch mit rein, habe ich es geschafft, dass dieser trockene Bereich, dieser schuppige Bereich weggegangen ist. Hier haben wir 5% Niacinamid drin. Wir haben auch zwei Vitamin C Inhaltsstoffe hier in der Creme drin, die aber stabil sind. Und ich verwende die ganz gerne als Boostercreme. Sie ist zum einen leicht, morgens vor allem, sie ist zum einen leicht. Und dann ist es so, dass man da drüber unwahrscheinlich gut noch den Sonnenschutz auftragen kann. Gerade jetzt ist es bei mir so, dass ich jetzt nicht so die vorgegebene Menge an Sonnenschutz auftrage. Und da passt es so oder so. Und ich habe ganz lange wirklich da gebraucht und hat wirklich auch verschiedene Partien bei mir im Gesicht so ein bisschen zu beobachten. Dank dem Niacinamid ist es, also Niacinamid ist mein Inhaltsstoff schlechthin mit Säuren zusammen, weil mit Niacinamid und Säuren halt wirklich in Verbindung schafft die Kombination das bei mir, dass meine Haut lange nicht so nachfettert. Weil Niacinamid schafft es eben, dass eure Poren ein bisschen kleiner werden. Außer sie sind halt, die Größe ist halt vorgegeben. Ich habe zum Thema Niacinamid mal ein Video gemacht, einen Faktencheck. Das guckt euch an. Weil wenn ihr genetisch große Poren habt, dann werden die natürlich nicht kleiner durch Niacinamid. Aber es gibt eben noch andere Faktoren, die eben auf eure Poren einspielen. Und da merke ich zum einen eben, man bekommt diese dunklen Punkte auf der Nase, bekommt man mit Niacinamid, bei mir zumindest, die werden also relativ unsichtbar. Also man muss dann schon ein bisschen näher an mich rankommen, dann sieht man schon auch, gerade in so Vergrößerungsspiegeln. Aber sonst siehst du halt wirklich nichts, weil ich werde ganz häufig eben auch hier auf dem Kanal angesprochen,
was ich eigentlich möchte. Ich habe doch eine ganz reine Haut. Und ihr dürft es einfach nicht vergessen. Zum einen verschleiern Kameras ziemlich gut. Und zum anderen, wenn du halt eben vor einem Tageslicht sitzt, dann dämpft es halt eben auch nochmal ab. Also das darf man echt nicht vergessen. Die Creme kostet relativ viel. Ich kannte bis dato immer die größeren Pöttchen Face Theory und war dann auch ein bisschen so, what? Also ich habe nicht auf die Menge geachtet, sind halt nur 50 ml und bin dann so ein bisschen erschrocken. Also 21 Euro für dieses Pöttchen ist aber okay, ihr braucht dann nicht so wahnsinnig viel. Und gerade für die Leute wie ich, die eben eher teamfettige Haut sind, die tun sich halt ganz oft auch so ein bisschen schwer, sich eben reichhaltige Cremes aufs Gesicht zu packen. Und das ist sie halt nicht wirklich. Also jemand mit trockener Haut wird mit ihr jetzt fürs ganze Gesicht nicht glücklich. Unter den Augen ist die gar nicht mal so schlecht. Ein Kritikpunkt habe ich. Es gibt eine Variante mit SPF. Und das finde ich halt persönlich halt echt so ein bisschen hirnverbrannt, dass eben Face Theory eben mit solchen Sachen auch so ein bisschen spielt. Zum einen eben die Duftstoffe, die halt mehr oder minder gar nicht gut für, gerade für die Gesichtshaut sind. Ich habe gesehen, also es sind deklarationspflichtige Duftstoffe, sind halt in der parfümierten Variante drin. SPF-mäßig, das bringt euch in eurer Creme bringt der SPF euch nicht wirklich viel. Also ihr könnt die schon mit SPF kaufen. Das ist aber so, dass ihr da nicht drum rumkommt, nochmal extra Sonnenschutz aufzutragen. Das kann beispielsweise ein ganz guter Booster sein, wenn ihr euch danach nochmal Sonnenschutz draufpackt. Aber die wenigsten denken halt, ich brauche dann danach noch einen Sonnenschutz, sondern es reicht. Aber das reicht nicht. Ne? Also du solltest halt schon Minimum ein Gramm Sonnenschutz auf dein Gesicht auftragen und das machst du von der Pflegecreme nie und nimmer. Ne? Also mal von der Größe abgesehen, wäre die ja rucki zucki dann auch leer. Du kannst davon auch kein Gramm auftragen, das geht gar nicht. Also das finde ich immer schon so ein bisschen blöd. Da hat mir Face Theory am Anfang schon ein bisschen besser gefallen. Gerade weil, wenn du jetzt auf die Seite kommst, wirst du halt schon so ein bisschen mit Angeboten angeschrien und mit irgendwelchen Inhaltsstoffen. Wenn du da dich nicht wirklich irgendwie reindenkst und dich irgendwie auskennst, mir ist das manchmal auch ein bisschen zu viel, kann es halt wirklich auch sein, dass du da echt von irgendwelchen speziellen Inhaltsstoffen irgendwie überrumpelt wirst und so. Und wir wissen ja, Actives sind ganz gut, aber man braucht halt eben auch nicht alles an der Stelle. Ne? Also würde ich mir die Creme nochmal nachkaufen als Boostercreme. Auf jeden Fall, weil sie funktioniert bei mir unterm Sonnenschutz. Das ist eine ganz tolle Sache. Sie funktioniert bei mir aber auch am Abend. Ich habe sie ganz oft auch am Abend aufgetragen und da funktioniert sie echt gut. Noch besser fände ich sie, wenn da Ceramide drin wären. Jetzt bin ich natürlich so ein Ceramide-Fan, muss man an der Stelle auch sagen. Aber da muss ich ehrlich sein, da würde sie mir noch besser gefallen, weil gerade Ceramide meiner Haut unwahrscheinlich gut tun und man hat so ein bisschen diesen Effekt, diesen Versiegelungseffekt, sage ich immer dazu, der halt einfach alles schön einschließt, was du vorher aufs Gesicht aufgetragen hast. Kennst du diese Creme? Hast du mit der Creme andere Erfahrungen gemacht? Schreib mir das gerne unters Video. Ich würde mich unwahrscheinlich freuen, wenn wir da ein bisschen rumdiskutieren könnten. Noch besser aufgehoben wärst du auf meinem Discord. Da gibt es einen Skincare-Channel und da können wir ein bisschen über die Thematik auch reden. Ich melde mich an der Stelle wieder ab, bedanke mich bei dir fürs Einschalten, gib mir gerne einen Daumen nach oben und wir sehen uns in den Kommentaren. Ich sage danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, tschüss!